Salamaleikum. Halt, bevor ich jetzt hier handeln anfange, brauche ich noch irgendwas, um mein Schiff zu Euer Bemühen wird eines Tages Früchte tragen. In dieser Welt gibt es nichts mehr von Bedeutung für mich. Ach Gottchen, See ist doch nicht so eng. Ja. Ich wollte nämlich eigentlich das schnelle Segel von meinem Schiff haben. Damit ich das meiner Wotan... So. Ich weiß, ich wollte das eigentlich nicht umbenennen. Aber mein Flaggschiff hieß eigentlich immer Wotan. Das gefällt mir. Aus dem simplen, einfachen Grund, dass ich zwei Schiffe ganz besonders gerne habe. Die Nautilus und die Wotan. Wobei man wissen muss, dass in Wolfgang Holbeins Serie Abenteuer der Nautilus Na, welcher Fisch ist uns hier ins Netz gegangen? Die Nautilus gleichzeitig die Wotan ist. Das ist in der Neuauflage im Abschlussband sehr gut beschrieben, wie das genau funktioniert mit Zeitspalten, Zeitschleifen. Und da kommt dann auch vor, dass einer der, ich verrate das nicht zu viel. Auf jeden Fall, das erste Buch ist die Vergessene Insel. Und, noch relativ friedlich geschrieben und relativ realistisch. Ab dem zweiten Buch, Das Mädchen von Atlantis, geht es allerdings wirklich in das klassische Fantasy-Szenario von Wolfgang Holbein, dass eben alles Mögliche passieren kann, auch wenn es diesmal relativ realistisch gehalten ist. Spielt übrigens in der Zeit des ersten. Seid ihr an den Kostbarkeiten des Orients interessiert? Ihr kommt zum Handel. Was tue ich jetzt genau? Gut. Handeln. Habt ihr Neuigkeiten für mich? Unser beider Welten rücken immer näher zusammen. Kommt und seid mein Gast. Was zum Henker muss ich machen? Möge der Handel beginnen. Stimme dem Handel zu. Ich habe außergewöhnliche Waren für euch. Ja. Halt. Hier bleiben. Ihr seid hier immer gern. Ich bin auf 5 Sekunden, dann geht was weiter. Ich weiß noch nicht was. Ohne eure Hilfe kann ich diesen wichtigen Auftrag nicht erfüllen. Ach ja, ich muss jetzt immer diese aktuellen Häfen anlaufen, bevor dieser Typ aufkreuzt. Was ja dank meines Segels kein Problem ist.
fuck. Oh, ich meine natürlich, ups, Missgeschick. Ich habe hier nämlich, gerade etwas entsockelt anstatt gesockelt. Und das war, mit Verlaub gesagt, nicht so gut. Mittlerweile könnten die auch zu Patriziern aufsteigen, wenn ich genug davon hätte. Sprich, wir müssen die Stadt noch ausbauen. Einfach aus dem simplen Grund, dass wir zu wenig Bürgerrechte haben, und eben deswegen und sowieso und ja. Sinn dieses Gestatteres war jetzt, dass ich leider im Moment keine Patrizier aufsteigen lassen kann. Weil wir einfach zu wenige ich sollte mittlerweile eigentlich auch schon aufgehört haben. Aber es ist gerade so spannend und toll und super und ach, was soll's. Jedenfalls, was wollte ich? Also ja, wir haben zu wenig Häuser, die wir zu Patrizier aufsteigen lassen können. Weil die Unterhaltung noch nicht gegeben ist, das Verlangen nach Unterhaltung, das bekomme ich erst ab 355 Bürgern und wir haben im Moment 315. Sprich, erst dann kann ich zu Patriziern aufsteigen, wenn ich genug Bürger habe und alle Bedürfnisse erfüllt sind. Und in diesem Sinne geht's auch fröhlich weiter, ganz heiter. Und ja, jetzt steigen hier bald ein paar Bauern auf zu Bürgern. Einfach aus dem simplen, bananigen Grund, dass wir hier mehr Bürger haben wollen, damit wir auch mehr Patrizier bekommen können. Und ich sehe mir hier mal die Verhältnisse an. Wir haben Datteln wie Sand am Meer. Sprich, wir können auch hier noch ein paar Häuschen. Ihr braucht euch in dieser Sache nicht weiter zu bemühen. Oh. Ja. Ich befürchte, wir haben gerade einen Auftrag vergeigt. Ich könnte das Autosave laden, alles nochmal daher schwafeln. Aber, boah, zu viel Arbeit. Die Zeit habe ich in diesen Tagen einfach nicht. Ich bin übrigens seit einigen Tagen ordentlich am Arbeiten und... Der Aufstieg eurer Siedlung ist bemerkenswert. Bravo. Ja. Ich bin wie gesagt seit einigen Tagen am Werkeln und kaum Zeit für PC. Von daher kommen die Folgen immer auch etwas... Ja, möchte es nicht sagen unregelmäßig, aber... Doch. Der Sultan erlaubt euch, diese Gebäude zu errichten. Ja, ist ja toll. Jetzt können wir hier... Ja. Ist ja nett, dass ich mir vorhin für die Kirche aufgehoben habe, den Platz. Aber jetzt sollte ich doch irgendwie die Schenken so platzieren,
das mit möglichst wenigen von der Sorte. Die sind nämlich verhältnismäßig teuer im Betrieb. Mit 30. Kirche kostet zwar auch 15, aber ja. Dass ich mit möglichst wenigen Schenken möglichst viele Bürger später versorgen kann. Niemand hatte diesen Sturm vorhergesehen. Diese beiden werden auf jeden Fall Bauern sein. Niemand hatte diesen Sturm vorhergesehen. Er überraschte uns im Schlaf. War eine gute Entscheidung, uns in eurer Stadt niederzulassen. Niemand hatte diesen Sturm vorhergesehen. Er überraschte uns im Schlaf. Ja. Eine Frau. Eine Tochter. Sie gingen über Bord. Und dann... Verzeiht. Ich will euch nicht mit dieser traurigen Geschichte behelligen. Kann ich hierbei auf euch zählen? 5 Tonnen Gewürze. Ich denke, das schaffen wir gerade noch so. Ich tausche jetzt mit denen übrigens die Teile hier aus. Damit die Wotan die Geschwindigkeit bekommt und die Ikara, halt. Das Segel hier gehört doch auch nicht zu uns. So, und dadurch fährt die Route auch weiter. Und wir holen uns jetzt hier die Gewürze ab, die wir dann zu Lord Northburg bringen sollen. Ja. Und ich sehe gerade auf die Uhr und muss leider feststellen, dass die Zeit so weit leider nicht mehr reicht heute. Oder jetzt zumindest. Ich habe jetzt wieder einige Zeit aufgenommen und habe ein paar Folgen parat, die ihr jetzt alle schon gesehen habt. Und ich werde bei Gelegenheit A, diese Folgen hochladen, B, die nächsten Loki-Folgen hochladen und ja... Wir sehen uns dann auch bald wieder, wenn es wieder mal heißt Anno oder Loki oder irgendwas anderes werden gespielt oder so. Genau. Und ciao.